Du bist nicht allein. Das heißt, also nein, ein Schuss ist ein Phänoteil und wird das als Justizunrecht bezeichnet tatsächlich. Ja, was wir hier sehen, ist ein Paradebeispiel für die sexistischen Zustände in der Justiz in Deutschland. Es geht beim Vorwurf der falschen Verdächtigung ja tatsächlich nicht darum, ob sie vergewaltigt wurde, sondern darum, ob sie glaubte, vergewaltigt worden zu sein, als sie Anzeige erstattete. Stattdessen rollte die Richterin das Gericht die Tatnahme auf, hat versucht zu ermitteln, dass ein Mensch, Castello Pinto, ein Vergewaltiger ist. Wir haben von Zeugen dazu gehört, dass er, also seine Ex-Verlobte wurde gehört, hat dazu berichtet, dass sie ganz, ganz massiv Gewalt durch ihn erlebt hat. Das spielt eigentlich alles keine Rolle, aber zeichnet doch ein Bild von ihm als Menschen und lässt den Schluss nahe, dass an ihren Vorwürfen noch etwas dran ist. Und insofern muss man zumindest sagen, dass sie glaubte, Opfer einer Straftat geworden zu sein. Darum geht es bei der falschen Verdächtigung, ein Freispruch hätte erfolgen müssen. Zumindest du bist allein. Nein, weißt nein, du bist nicht allein. Hier aussehen. Nein, weißt nein, du bist nicht allein. Das ist ein Vorwurf, den Opfern sexualisierter Gewalt ganz, ganz oft begegnen. Ihnen wird oft vorgeworfen, der Rock ist zu kurz, die Bluse zu durchsichtig. Sie haben den Typen mit auf den Kaffee eingeladen. Tatsächlich wird man keinen Menschen den Vorwurf machen können, verantwortlich für die Gewalt anderer zu sein. Diesen Vorwurf kann man auch hier nicht machen. Was wir aber hier sehen, ist, wie in unserer Gesellschaft Regeln aufgestellt werden für Frauen, wie sie sich zu verhalten haben, also wie ich mich kleiden darf, wie ich mich geben darf. Und wenn ich diesen Raum verlasse, ist erlaubt, werde ich sanktioniert. Und wenn ich dann sexualisierte Gewalt erlebe, bin ich dafür verantwortlich und dann muss ich einstellen.